Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Altes Life, eine Modifikation von Arma 3. Für diese Modifikation muss man sich nichts herunterladen aus dem Internet, sondern man muss einfach auf einem Server gehen, wo diese Modifikation schon drauf ist. Weil ich es noch nicht erwähnt habe, erwähne ich es jetzt. Ja, eine Sache noch zum Server gerade, weil es mir einfällt. Das einzig Nervige an diesem Server ist, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Server-Restarts. Die sind nämlich alle 4 Stunden. Wir haben gerade 18 Uhr. Um 20 Uhr ist die nächste. Die sind etwas nervig und behindern etwas, aber naja, gut. Das ist echt witzig. Entweder ich spiele Arma 3, also eigentlich spiele ich immer Arma 3, also Altes Life. Arma 3 habe ich noch nie gespielt. Altes Life spiele ich immer. Also ich spiele immer Altes Life, dann schrotte ich entweder mein Auto. Ich lasse es irgendwo stehen. Oder ich habe keine Lust mehr. Weil das passiert eigentlich nicht. Ich habe dann immer nur um 21 Uhr keine Lust mehr. Und dann mache ich dann lieber erst meine Hausaufgaben und gehe dann ins Bett. Sondern, ja, ich schrotte irgendwie mein Auto oder so. Und dann spiele ich immer Omsi und warte dann bis zum nächsten Restart. Und dann gehe ich wieder drauf. Also ganz so nervig sind sie jetzt nicht. Und wenn er mit den Prozessen dann fertig ist, trinke ich beim nächsten Prozessen erstmal ein bisschen ein Glas, kleines Glückchen Wasser. Weil man muss dazu sagen, der Prozess nicht alles, logischerweise. Sondern nur das, was man gerade im Inventar hat. Weil man sieht jetzt, gleich wenn er fertig produziert hat, das geht wahrscheinlich bis 101%. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen was im Auto. Und das Gute ist, mein Inventar ist eigentlich so voll wie sonst was. Nur, verarbeitetes Kupfer wiegt weniger. Als... Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich auf den hier zugreifen. Und jetzt trinke ich mal kurz was. Na, was kommt nebendran gerade für eine Werbung? Ach, diese Colgate Max White Werbung. Was will denn der Typ da? What? Diese ganze Promi-Scheiße da, ne? Geht mir so auf den Sack. Kenn ich doch irgendwoher. Na egal, weil dieses... Dämliche, ich meine, die haben auch noch ein Privatleben, deshalb will ich nicht in ihrem rumschnüffeln. Weil in einem x-beliebigen schnüffle ich ja auch nicht rum, deshalb gucke ich mir Wet eigentlich ungern an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Taff auch. Nur von 5 bis 6 kommt echt nichts Besseres. Auf Sat 1 kommt nun dieses 17:30 Sat 1 Live, was immer um 17:30 kommt. Das gucke ich mir selten mal an. Eigentlich ist es ja ganz interessant mit dieser Politik und so, aber es interessiert mich doch schon, was da Politik und so abgeht, aber nee, also sehr oft tue ich mir das nicht an. Und um 17 Uhr, das... Die schrecklichste Sendung, die auf Sat 1 kommt, mein dunkles Geheimnis. Wer guckt das? Das sind immer verschiedene Schauspieler, was gar keine Schauspieler sind, weil die reden immer in der gleichen Tonlage. Dein Auto wurde geklaut. Ich fühle mich ganz glücklich, ich habe gerade 1000 Euro gekriegt. Oh nein, mein Kleid ist zerstört worden. Und dann dieses, bei jedem Satz, den die sagen, kommt dieses dun dun. Bei jedem Satz, ausnahmslos jedem Satz, also diese Sendung, ne? Ah! Oh, das sind ja manche Sendungen auf RTL noch besser.
Leute! Bei RTL kannst du damit schon vergleichen. Leute, wer guckt sich diesen Schrott an? Oh Gott, nee. Naja. RTL gucke ich mir allgemein nicht an. Nur ganz, 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 ganz selten mal. Und ansonsten gucke ich mir vielleicht noch ARD an, ganz selten mal. Und wenn wir gerade beim Thema Sendung sind. Was haltet denn ihr davon, dass Arschlochglas? Ach so, Sexbesessenheit. Ach so, im Suburgatory gibt's da Tori. Ne, jetzt schweife ich schon wieder ab. Aber ich konnte im Englischunterricht Emergency nicht aussprechen. Da hing ich die ganze Zeit. Ich konnte es nicht aussprechen. Ich habe immer irgendwas gelabert von Emergency. Nein, das war noch schrecklicher. Das war noch schrecklicher. Was ich da. Da bin ich immer hängen geblieben. Mein Gott, nee, war das. Naja, aber egal. Ja, Wetten, das gibt ja nur drei Sendungen. Und dann ist Feierabend. Sag mal, ich habe das Gefühl, dass man in der Aufnahme langsam prozesst. Langsam mehrere. Ich guck mal gerade, wie viele Frames ich habe. Einfach mal, weil es mich interessiert. In der Verbindung habe ich jetzt keine Lust zu gucken. Weil das ist auf diesem Server mal sehr komisch. Ja, 18 Frames. Weil normalerweise habe ich eine gute Internetverbindung und dann zeigt ihr mir. Wobei, das geht auch noch. Aber dann zeigt ihr mir sowas mit einer Ping von 200 an und dann werde ich aus dem Spiel geschmissen. Also, ja. Vom Server runtergeschmissen. Und dann auf einmal geht mein Internet wieder. Also das ist immer ganz komisch auf diesem Server. Aber größtenteils nur auf diesem Server möchte ich anmerken. So, jetzt muss ich hier wieder unten klicken. So. Oh Gott, wir müssen das noch ein paar Mal machen. Ja, das wollte ich nicht. Wobei, Licht kann man trotzdem mal ausmachen. Stört ja keinen. Sag mal, jetzt mal gerade möchte ich gerade mal was anmerken, ne? Hardy hat sich doch in einer Altes Live-Folge mal Martin Luther genannt, ne? Fand ich nicht so gut. Na, wobei, also die Begründung möchte ich mal gerne wissen, warum er sich Martin Luther genannt hat. Wenn er den Namen veräppeln will, dann finde ich es nicht gut. Weil ich bin, so würde es Johannes jetzt wieder nennen, ein Lutheranbeter. Naja, wobei. Jetzt mal ganz ehrlich, die einzigste Lutherstatue. Statue. Statue. Oh, da kommt was. Statue heißt das ja eigentlich. Die ich kenne, steht in Dresden. Also nicht. Die habe ich noch nicht gesehen, werde ich wahrscheinlich bald sehen, da ich bald nach Dresden fahre. Aber die einzigste, die ich jetzt wirklich. Was macht denn der da? Na, ich bin gleich weg. Ich kann das mal hier bei meinem iPod bei Google Chrome eingeben. Das ist voll witzig, wenn man da Sachen rein. Wenn man da Sachen rein.